Cruise in Cologne, stehen wir wieder auf dem Parkplatz beim Musikstore und gucken uns schöne Autos an. Hier haben wir einen wunderschönen 70er Mustang. Hier, das ist eine Mach 1. Oh! Und ich hab hier den Besitzer, du bist der? Ralf Krämer. Boah, Lev und Ralf, das ist aber ein schönes Auto. Ja. Was sagt er mir eben, das ist von 70, ne? Ja, 1970er im Calypso Coral. Ne, hat einen 351C Cleveland Motor drin. Ne, und ja, ich bin sehr zufrieden damit. Habe ihn jetzt 4 Jahre. Läuft. 4 Jahre hast du ihn jetzt? Ja, oh, und hast schon voll reingesteckt? Nein, eigentlich gar nichts. Das sind mal die Radlager neu, also so normale Verschleißteile. Ne? Radlager sind neu gemacht, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ja, eigentlich nichts Großes. 4 Jahre und einfach nur fahren? Einfach nur fahren, ja. Einfach nur fahren. Spaß haben. Aber bewegst du den denn täglich Nein. oder hast du den eigentlich nur für Schönwetterwochenende? Nein, nur Schönwetter. Der wird nur bei schönem Wetter gefahren. Ah, oh, und heute haben wir Schönwetter. Ah, oh, war dein Auto. Vielleicht dürfen wir, vielleicht lässt du uns ja nochmal unter die Haube gucken. Ja klar, kein Thema. Haha, wir dürfen nochmal unter die Haube gucken. Und wenn du den jetzt nachher nach Hause bewegst, machst du den ganz Piano oder lässt du den auch uns fliehen? Also eigentlich fahre ich fast immer Piano, es sei denn, es kitzelt schon meinem rechten Fuß. Ne? Dann probieren wir auch mal aus, ob alle Pferdchen da sind. Ne? Wir aber, müssen ja mal gucken, ob noch alles läuft. Ne? Genau, aber meistens wird der Piano bewegt. Ne? Ja. Das war zu Fusen. Wunderschön. Dann gucken wir mal, was wir sonst noch so finden. Ich danke dir. Also, ich danke euch. Bis bald. Schönes Wochenende. Ebenso, danke. Tschüss. Ach. Toni, welches ist deiner? Meiner ist der braune, der 79. Oh, dann fangen wir hier an. Der 79er Seville. Den habe ich jetzt seit 10 Jahren. Ja, läuft. Ich habe den Motor für 5 Jahren machen lassen. Der wurde komplett neu revidiert. Und fährst du den täglich oder nur zu schönem Wetter? Ich fahre eigentlich täglich, solange die kein Salz streuen. Solange die kein Salz streuen, fahre ich. Ansonsten kommt dann die Garage. Größere Garage. Größere Garage, ja. Und 10 Jahre fährst du jetzt schon, hat dich bestimmt die Menge Geld gekostet, hä? Jein, ich habe ihn günstig gekauft, habe dann wie gesagt, bin erstmal so gefahren, wie er war. Smallblock, ein 5,7 Liter, ist heckangetrieben, hat alle Extras, die man so braucht, elektrische Sitze, beheizbare Spiegel und eigentlich alles. Also mir mangelt es nicht an der Technik, sagen wir mal so. Wie gesagt, originale Dayton Wire Wheels drauf, aus Edelstahl. Und ja, die habe ich damals auch günstig gekauft von einem anderen Clubmitglied. Und dann habe ich sie mir gekauft, ja, und seitdem fahre ich die Felgen. Er ist noch, sagen wir mal so, mein kleines Projekt, Stück für Stück. Da hängt halt viel Liebe und Schweißblut mit drinne. Ja. Ey, Toni, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja. Genieße das Hündchen, ja, und wir gucken uns noch ein paar Autos an. Ja, super. Vielen lieben Dank. Ciao. Danke dir. Tschö. Wahnsinn. Jetzt stellt euch mal vor, die 225 Pferdchen, du trittst so ganz dezent, das Jas, und so ohne Kopfstütze nicht so richtig schön den Kopf in den Nacken. Der Mann hat ja gesagt, ich darf mich da mal reinsetzen. Oh. Und hier wird das Raumschiff gesteuert, ne? Wenn du ans Flück unterwegs warst, hat sind bestimmt noch Meilen hier. Ne? Meilen und der KMH. Ein riesen Lenkrad, ganz filigran. Das Soundsystem. Und was haben wir hier? Heat und Defrost. Wenn es wärmer oder kälter sein soll. Und wenn es zu warm ist, machst du das da einfach auf. Machen wir wieder zu. War vorher auch zu. Machen wir wieder zu. Heavy Metal. Ob der auch zeitgenössisch mit Jas fährt? Ist das dein Auto? Meiner, ja. Das ist aber ein schönes Auto. Dankeschön. Bist du denn Schmied?
Also ich bin gelernter Schlosser, ja, aber das ist alles nur Deko. Das ist nur Deko, der fährt also ja nicht mit Gas. Nee, der fährt nicht mit Gas. Nee. Das ist im Prinzip, das sollte ein Motto bekommen, das Auto, und so an den Beruf angelehnt, man selber Schlosser ist. Und ich hatte die Gasflaschen noch über, haben wir den dann so ein bisschen gestaltet, dann das aussieht wie so ein Werkstattauto. Aber auch hinter die Ladenfläche mit dem Holz finde ich sehr schön. Ja, ist alles ein bisschen so überarbeitet, dass auch zeitgemäß alt ist und nicht nur einfach neu aussieht. Ja, aber ja, furchtbar. Ja. Und wie viele Pferdchen hat der Ding nun dabei? Das ist ein Standard Small Block, was hat er, 200, 220 PS haben. Small, also 5,7 oder was hat er? 5,7 Liter, ja, genau. Ja. Schön. Ja, danke schön. Ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir gucken uns noch ein bisschen um. Super, danke schön. Ciao. Wir haben hier einen wunderschönen Ram gefunden. Und das ist dem Dieter sein Ram. Dieter, was kannst du zu deinem Auto sagen? Das ist der erste Ram, die erste Generation. Der ist von 1986. War auch der einzige Ram, der den Widder hier noch auf der Motorhaube hat. Ist bis 92 gebaut worden und dann wurden die Rams modern. Der hat ja noch was Kantiges. Wie ihr auch in Europa kennt. Der hat ja noch was Kantiges, ist noch nicht so rund. Ja. Ist eigentlich der D100. Ab 1970 gebaut. Wie viele Pferdchen hat der Junge unter der Haube? 145. 145, das klingt jetzt in erster Linie, naja, nicht so viel, wenn man so viel Auto bewegen muss. Aber das Ding ist ja auch gar nicht zum Heizen da, sondern zum was bewegen. Ist ein V8-Motor drin, 5,2 Liter. Bei 145 PS natürlich ein sehr gemütliches Auto. Das ist ja nicht zum Rasen da. Ne? Nein, ist ein LKW. Das ist ja keine Gazelle, das ist ja auch ein Rambock. Und dann, wie viel der Ram ist das? Das ist der erste. Also, war schön. Ja. Hattest du vorher schon so Autos? Ich habe noch einen 68er Mustang und eine Corvette C3. Ah, das war schön. Die C3 finde ich auch gut. Ja. Ja, ist eine 73er. Noch hinten mit Chromstoßstange. Ah, oh, wunderschön. Ja. Und da hast du dich heute entscheiden müssen, mit welchem der schönen Autos du herkommst. Kommen alle im Wechsel dran. Und heute war der Ram dran. Hast du daran noch irgendwas machen müssen oder fährst du denn so, wie er rübergekommen ist? Einmal technisch durchgewartet. Ansonsten an der Karosserie war auch gar nichts nötig. Rost hat der nicht. Ja, früher musste andere Felgen drauf, wir kriegen einen anderen Radsatz. Ist auch eingetragen worden. Aber ansonsten ist der so, wie er da die ganzen Jahre vorher lief. Schön. Also macht ja keinen Stress. Alle Schrammendellen extra drin geblieben. Macht das Auto authentisch. Ja, steht ja in dem Regen, steht in der Tiefgarage. Da passiert sowieso nichts. Ist auch von drinnen auch. Sauber wie mein Auto. Ja, Klima hat er auch. Und das Bruch immer hoch. Lieber Dieter, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und wir gucken mal, was wir hier noch so finden.